Seniorin Ljubow-Morekodowa ist in Russland bekannt. Immer wieder klopfen Journalisten an ihre Tür, denn sie ist etwas ganz Besonderes. Sie lebt alleine am Baikalsee, und zwar wirklich alleine. Zum Einkaufen muss sie kilometerweit fahren, auf Schlittschuhen. Als ich in die Schule kam, das waren 4 Kilometer dorthin, machte mein Vater mir meine ersten Schlittschuhe. Ein Stück Holz, ein Eisen unten dran. Und diese Konstruktion wurde an meine Stiefel gebunden. Er nahm mich bei der Hand und es ging los. Kein geringerer als der Eiskunstlaufstar und mehrfache Weltmeister Jewgeni Pluschenko schenkte ihr richtige Damenschlittschuhe, doch die zieht sie nicht an. Die vom Weltmeister benutze ich nicht. Da bekomme ich kalte Füße drin. Sie sind nicht gemacht für den Frost, den wir hier kriegen. So einen Frost kennen Sie in Moskau nicht. Ich habe sie ausprobiert, aber ich hatte sofort eiskalte Füße. Sie könnte in die Großstadt Irkutsk ziehen. Dort wohnen ihre Kinder. Doch Ljubow will hier bleiben. Diese Gegend, dieser See, das bedeutet mir alles. Das ist für mich der schönste Platz in Russland, nein, auf der ganzen Welt. Die Natur ist so schön hier. Im Mai feiert Ljubow ihren 80. Geburtstag. Auf ihren Schlittschuhen will sie sich auch als 80-Jährige weiter fortbewegen. Schlittschuhlaufen hält jung, sagt sie. Und ist dafür der beste Beweis.